Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz Buchberg, oberhalb von Erl. Und ich gehe heute von da über den Musikantensteig auf die Vorderkaiserfeldenhütten. Man kann dann weiter geht zur Naunspitz. Auf geht's! Gleich vom Parkplatz weg überqueren wir den Weiderost und gehen links rauf. Am Waldrand ist unser Ziel schon ausgeschildert. Wir überqueren ein paar Mal die Straße auf dem gemütlich ansteigenden Steig. Ein letztes Mal über die Straße, dann wird es kurz einmal steiler. So, das erste wirklich steilere Stückel haben wir hinter uns. Jetzt geht es einmal erst ganz flach und dann leicht steigend so am Hang entlang. Ja, man sieht schon, darauf hat man so ziemlich alles dabei. Einmal einen blätterbedeckten Weg, einmal ein paar Stufen, einmal ein bisschen felsiger. Und es ist vor allem die kühle Seite vom Zammerkaiser. Es ist angenehm zum Raufgehen. Und oben, wenn man rauskommt, unterhalb der Vorderkaiserfelden, da wird es noch, wenn die Sonne scheint, richtig schön warm. Es ist weiter wechselhaft. Steiler, flacher, mal ein bisschen Aussicht, rechts ins Inntal, im Aschiner Jägersteig. Wir erreichen bald die Stahlseilsicherung. Wem da gedacht wird, weiß ich nicht. Aber es gibt öfter mal was Neues zum Sehen. Das Stück mit der Seilsicherung ist, wenn es trocken ist, gut machbar. Bei Nässe sind die abtretenden Stor sehr rutschig. Die Stelle ist doch recht schmal und erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit. Wie gehabt, geht's weiter. Es ist schon erstaunlich, was sich der Natur so einfallen lässt.
Da laufen wahrscheinlich oft auch vorbei, bei so vielen Markierungen. Also geht's an der Bank rauf. Man muss erst zu dem Felsen hin, vielleicht sieht man es ganz schwach dadurch am Pfeil, und dann geht es an der Kante entlang hinauf. Finale. Nur ein steiles Stück mit Stufen. Dann ein immer nasser Abschnitt. Dann haben wir den ersten Teil geschafft. So, die letzten Meter. Ich habe nicht zu viel versprochen. Vor der Kaiserfeldenhütte wird es sonnig. Über den Zaun drüber. Da kommt man von Kufstor rauf. Und da sieht man schon zur Vorderkaiserfeldenhütten rauf. So, die Vorderkaiserfelden mit Ausblick auf den Kaiser. Nach Kufstein und darüber zum Pendling. Und für mich geht es jetzt dann noch weiter zur Nauenspitz. Gleich hinter der Hütte geht der Steig weiter. Nochmal ein paar steinige Serpentinen. So, wir haben noch mehr Stück Wiesen drin, und sobald wir wieder im Wald verschwinden davon, hast du dann aufpassen. Da geht es dann links weg zur Nauenspitz. So. Sind wir da. Links geht es zur Nauenspitz, rechts geht es über das Wädersgipfel weiter, die ganze Reim bis zur Pyramidenspitze hinter. Ganz am Anfang liegt die Stelle, an der viele kleine Schwierigkeiten haben. Dann ist bis kurz vorm Gipfel einfacher. Jetzt brauchen wir nur mehr die Hände dazu. Ankunft am Gipfel, die Nauenspitz mit ihrer tollen Rundumsicht. So, die Nauenspitz hat sich eingegeben. Wir kommen am Gipfel. Da sehen wir zum Geigelstein über, dann die ganze Reim über den Hochriss, das Feuchteck, die Wasserwand, Heiberg, Kranzhorn, das Inntal hinaus, der Waldbarren, da drüben
der Windelstoff erhüllt. Der Brünnstor schaut ein bisschen raus. Und jetzt schaut es wieder runter, weil da kommt der Gewitter daher. Und natürlich am Schluss noch der Kaiser. Das war die Nahenspitz. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern.